Anja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, weil dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und vergesst nicht, die kleine Glocke zu rücken, damit ihr Notifications bekommt, wenn ich uploade. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge Klassenfahrt. So, und jetzt noch zum letzten Punkt. Wir fliegen nächste Woche auf Klassenfahrt. Oh mein Gott, wohin fliegen wir? Boah, Klassenfahrt, ich freue mich. Oh mein Gott, das ist das letzte Mal, glaube ich, 2 Jahre her. Das war so super. Also, geplant wäre Mallorca. Warte, das ist in Spanien, oder? Ich kann kein Spanisch. Keine Sorge, wir werden uns schon zurechtfinden. Okay, na dann, solange sie das sagen. Aber Spanisch kann ich trotzdem nichts, also nichts erwarten. Was kostet es denn? Der geplante Preis liegt bei 600 Euro. Oh mein Gott, 600 Euro? So teuer? Puh, das ist teuer. Ich glaube, ich habe gar keine 600 Euro. Ich krieg doch nur 20 Euro Taschengeld die Woche. Ich hoffe, meine Mama gibt mir das Geld. Oh ja, stimmt, das ist eine gute Idee, aber... Boah, keine Ahnung, ob die einfach so 600 Euro rumliegen hat. Keine Sorge, reden Sie mit Ihren Eltern. Warte, wann geht's nochmal los? In genau einer Woche. Uff, na dann hoffe ich mal, dass ich in der Woche meine 600 Euro zusammenkriege. Na gut, Unterrichtsende. Okay. Oh mein Gott, ich freue mich aber schon so. Ich meine, das Geld werde ich schon irgendwie zusammenkriegen, aber Klassenfahrt, dann können wir zusammen ein Zimmer nehmen und wir können die ganze Zeit unsere... Oh, es ist wie eine lange Übernachtungsparty. Ja, das wird so cool. Hallo Mama. Hallo Schatz, wir fahren in der Schule auf Klassenfahrt. Ist das nicht aufregend? Wir fahren nach Spanien. Aber ich brauche 600 Euro. Oh, wirklich? Das ist echt viel. Ja, kannst du mir ein bisschen was geben? Ich kann auch in der Nachbarschaft rumfragen oder bei Oma. Ich kann dir nur 100 geben. Weißt du was? Das ist okay. Ich nehme 100. Dankeschön, Mama. Das ist voll lieb von dir. Ich hoffe, du bekommst das Geld zusammen. Ja, hoffe ich auch. Ich habe eine ganze Woche, aber wir fahren erst dann los. Das heißt, bis dahin sollte ich ja die 600 irgendwie sammeln können. Viel Glück, Schatz. Okay, ich habe jetzt von meiner Mama 100 Euro, von meiner Großmutter nochmal 200. Das heißt, wir sind schon bei 300 Euro. Dann muss ich nur noch irgendwie die Hälfte zusammenkriegen. Hi, ach, hallo Ronja. Okay, das ist vielleicht eine komische Frage, aber ich muss auf Klassenfahrt und ich habe nicht genug Geld. Ich habe nur 300 Euro, aber ich brauche 600. Und ich wollte fragen, ob du mir ein bisschen Geld geben kannst? Oh, naja. Bitte, du weißt, ich komme die ganze Zeit hierher. Du kommst so oft hierhin. Das stimmt. Ich kann dir auch 100 Euro geben. Oh mein Gott, wirklich? Okay, perfekt. Dann haben wir schon 400 Euro. Nur noch 200. Aber sag es nicht dem Chef. Alles klar, meine Lippen sind versiegelt. Vielen, vielen Dank. Okay, danke schön für deine Hilfe. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin dann eine Woche weg. Viel Spaß. Ciao. Okay, okay. Vielleicht kann ich es mal bei der Polizei probieren. Ist ja auch angeblich der Freund und Helfer. Schönen guten Tag. Hallo, wie kann ich dir helfen? Oh, ich bräuchte Geld für eine Klassenfahrt. Und zwar habe ich momentan 400 von 600 Euro. Haben Sie ein bisschen was für mich? Hm, normalerweise eigentlich nicht. Hm. Okay, verstehe. Ich sehe, dass die Polizei nicht einfach jedem Geld gibt. Vor allem nicht... Wenn so viele Kriminelle unterwegs sind wie heutzutage und die ganze Zeit alles ausgeraubt wird. Hm, weißt du was? Gerade wurde verlorenes Geld abgegeben. Oh mein Gott, wirklich? Wie viel denn? 200 Euro in bar. Oh, das wäre natürlich perfekt. Das würde ich sehr gerne nehmen. Du wirkst wie ein ehrliches Mädchen. Ja, das ist wahr. Ich habe nie was falsch gemacht. Bitte sehr. Oh, danke schön. Okay, dann sehen wir uns vielleicht die Tage oder nie, weil ich ja ein ehrlicher Mensch bin. Mach's es gut. Perfekt, dann habe ich jetzt alles zusammen, was ich brauchte. Ah, schnell, wir werden noch nass. Oh ja, der Regen, ich kann es kaum erwarten, in den Urlaub zu kommen. Sorry, Herr Lehrer, dass wir zu spät sind. Ich hoffe, das Flugzeug ist noch nicht weg. Ah, da seid ihr ja. Ja, tut uns leid, der Bus ist später gekommen wegen dem Regen. Es sind schon alle anderen drinne. Okay, dann beeilen wir uns mit dem Check-in. Eigentlich haben wir auch nichts Gefährliches dabei, also einmal durch. Also geht mal vor und ich komme dann. Alles klar. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, in ein schönes, warmes Land zu kommen, wo wir uns an den Strand legen können und sonnen. Hast du ein Bikini dabei? Ja, natürlich. Oh mein Gott, dann können wir richtig braun werden und uns sonnen und... die Lichter sind hier aus drinne. Wird es ein Nachtflug? Ja, es ist ja schon 19 Uhr. Okay, ich glaube, ich will es abheben. Let's go, Urlaub. Nein, wir heben noch nicht ab. Was war denn dann die Erschütterung? Das war ich. Oh, Entschuldigung, Herr Lehrer. Trotzdem, Urlaub. Yay. Oh Mann, naja, wir heben gleich ab. Boah, ich freue mich so, dass ich das Geld noch zusammengekriegt habe. Das war wirklich nicht leicht. Ich bin die ganze Woche rumgerannt und habe jeden, den ich irgendwie kenne, gefragt, ob er mir ein bisschen Geld geben kann. Aber im Endeffekt hat es genau gereicht. Und, jetzt eine Woche einfach am Strand liegen und absolut nichts tun. Ja, zum Glück. Ronja, Jenny, aufwachen. Was? Komm, wir sind schon hier. Oh, wir sind schon da? Wir sind im Urlaub? Oh mein Gott, Jenny, wach auf. Nur noch 5 Minuten. Nein, komm, wir sind im Urlaub. Entschuldigung, Herr Lehrer, Jenny, die kleine Schläferin. Immer nur am Ratzen.
den ganzen Tag. Aber ich hingegen, ich bin natürlich munter und beeilt euch einfach. Ja, okay, wir kommen. Oh mein Gott, es ist viel schöner hier. Guck mal, das Wetter überall sind Schleifen. Es regnet nicht mehr und es ist so viel wärmer. Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich wünschte, wir müssten nie wieder gehen. Sind das da drüben unsere Hotels? Eigentlich schon. Oh, eigentlich? Was heißt eigentlich? Ah, die sind leider schon voll. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Wir können uns auch ein Zimmer teilen mit den anderen Leuten? Ah, nee, ihr müsst in ein anderes Hotel. Puh, okay. Obwohl, vielleicht ist es gar nicht schlecht. Von außen sehen die nicht allzu hübsch aus. Ich fahre euch mit dem Bus hin. Okay, alles klar, dann steigen wir mal ein. Ich hoffe, das andere Hotel ist besser. Oh, vielleicht ist das andere Hotel ein richtig dickes Luxushotel und wir kriegen die Penthouse-Suite mit einem eigenen Pool. Wäre das nicht was? Oh, ich glaube, da vorne sind die schon. Ich bin so aufgeregt. Unser erstes eigenes Hotelzimmer zu zweit. Let's go. Okay, Haus Nummer 7. Das hier sollte unseres sein. Oh mein Gott, wie toll, ein Luxuszimmer. Warte, du hast recht. Warte, ist das unser Penthouse? Ist das unser Hotelzimmer? Wir haben hier einen Springbrunnen. Wir haben hier einen riesengroßen Fernseher mit Blick auf die Stadt. Oh mein Gott, guck mal. Und wir haben einen eigenen PC. Oh, das ist so riesig. Hier geht's auch noch hoch. Oh, wir haben eine Küche und eine ganze Bibliothek und einen Pool. Ich werde verrückt. Guck mal, hier oben. Schau mal dort. Ich habe hier gerade Feuer angemacht mit einem Knopf um den Pool rum. Oh mein Gott, oh, das sieht aus, als würden wir über der Stadt schwimmen. Bestes Hotel aller Zeiten, ich freue mich so. Und jetzt sind wir hier eine Woche. Guck mal, wir können uns hier sonnen. Ich werde hier nie wieder rausgehen, außer vielleicht zum Strand. Warte, weißt du, wo die Schlafzimmer sind? Ja, ganz unten. Oh, okay. Dann, hoppala, einmal hüpfen und... Ah, hier hinten um die Ecke wahrscheinlich, oder? Wir haben zusammen ein Zimmer, yay! Moment, sind hier noch mehr? Oh, warte, wir können auch jeder... Oh, das ist so viel besser als das eine blöde Zimmer, was ich gesehen habe. Wir haben einen eigenen Bereich hinter unserem Schlafzimmer. Okay, okay, okay. Ich nehme das Schlafzimmer mit dem Bad. Pech, erster. Oh nein, das wollte ich. Okay, wir können ja halbwegs wechseln. Dann mache ich 3 Tage und du 3 Tage. Und dann können wir einfach hin und her tauschen. Das andere ist auch nicht schlecht. Das ist auch eigentlich ganz süß. Weißt du was? Ich nehme das kleinere. Yay! Danke. Okay, dann. Ich möchte mal hin. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Oh mein Gott, dein Sommeroutfit sieht so cute aus. Los geht's. Okay, dann. Warte. Dings, Marie ist auch hier? Ich habe keine Ahnung, wann die hier gekommen ist. Scheinbar mit einem späteren Bus. Hey, wir sind doch nicht die Letzten. Komisch. Hey, immerhin. Wenn wir nicht die Letzten sind und Marie die Letzte ist, dann kann unser Lehrer uns überhaupt nichts sagen. Und wir haben hier auch nichts falsch gemacht. Guten Morgen, Herr Lehrer. Ah, da seid ihr. Spät wie immer. Hey, 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 hey. Oben in unserem Apartment ist immer noch jemand. Und zwar die Marie. Die ist noch später als wir. Also ich denke mal, wir sind hier wirklich fein raus. Ja, die habe ich hochgeschickt, um euch holen zu gehen. Oh, peinlich. Naja gut, wo geht's denn jetzt hin? An den Strand. Oh, yay, kann ich nur mal ganz kurz hoch? Ich glaube, ich habe mein Bikini vergessen. Geht ganz schnell, Herr Lehrer. Super schnell. Na gut, aber beeil dich. Okay, ich bin sofort zurück. Ich hole nur schnell meine Sachen. Okay, alle meine Schwimmsachen sind hier und wir können losfahren. Ich wette mit dir, ich werde 15 Mal brauner, als ich jetzt gerade bin. Wahrscheinlich wirst du mich gar nicht wiedererkennen. Meine Eltern werden sitzen und sagen, hey, das ist nicht unsere Tochter, so braun wie die ist. Okay, wir sind jetzt am See, wir können uns bräunen, wir können schwimmen gehen. Ah, was für ein schöner Tag. Alles klar, Abfahrt ist Punkt 18 Uhr. Warum sagt er das denn so, als wären wir jemals zu spät gekommen? Auf jeden Fall nicht so viel zu spät. Wir kommen schon nicht zu spät. Da, hören Sie es, Herr Lehrer? Ja, ja. Okay, ich glaube, du weißt, was jetzt ist, Jenny. Bikini-Zeit und dann gehen wir schwimmen. Okay, wer zuerst im Wasser ist. Okay, ich werde langsam müde. Hast du Lust, dich ein bisschen auf die Sonne legen, einfach zu hauen? Gerne. Ach, okay. Oh mein Gott, ich wünschte, ich könnte die ganze Zeit im Urlaub sein. Ich liebe die Sonne. Ich glaube, ich werde ein kleines Nickerchen machen. Gute Nacht. Was für ein schönes Nickerchen. Jenny, wie geht's? Jenny? Oh, die Sonne geht unter. Oh nein. Warte, heißt es, es ist nach 18 Uhr? Sind alle schon weggefahren ohne mich? Hallo, Herr Lehrer, irgendjemand? Jenny? Das ist doch ein Witz. Okay, die verstecken sich doch safe irgendwo, nur weil die wissen, dass ich immer verschlafe. Jenny? Herr Lehrer? Irgendjemand? Oh Gott, langsam wird es auch kühl, weil die Sonne nicht mehr da ist. Okay, es ist gar kein Grund zur Panik. Ich muss nur das Hotel finden. Ich weiß ja, wo das Hotel ist. Oh nein, wir sind mit dem Bus hierher gefahren. Entschuldigung, Ma'am. Haben Sie einen Bus gesehen? Einen großen weißen? Oder meine Freunde? Eine Schulklasse? Lehrer? Okay.
Sprechen Sie Deutsch? Hablas Español. Ja, da hätte man jetzt Spanisch wählen müssen in der Schule. Ich hatte Französisch, vielleicht versteht sie das. Bonjour, Madame. ¿Qué te quieres, vale? Was? Ich verstehe kein Wort. Lady. Okay, Bus, groß weiß. Weißer Bus. Lehrer. Hallo, hier ist der Lehrer. Meine Klasse ist immer zu spät. Irgend sowas? Ay, qué bonito. Oh Gott, das verstehe ich überhaupt nicht. Na, okay, ich bin's alleine, danke für nichts. Okay. Kein Problem. Ich muss nur das Hotel finden. Ein Hotel sollte ja auffindbar sein. Klar, hier spricht jeder nur Spanisch in diesem gottverdammten Ort, aber ich werde es schon finden. Warte, da hinten ist das komische Motel, wo aber unser Zimmer nicht mehr war. Okay, ich muss das andere Hotelzimmer finden. Ich wünsche, wir wären nicht in das eingeteilt worden. Oh, mir wird langsam echt kalt. Ich bin nur noch voll nass. Warte mal, da sind noch Leute. Hey. Hallo? Ich suche das Hotel. Donde está la biblioteca? Bibliothek. Nein, Hotel. Hotel? No me encanta. Oh, ich verstehe gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob das richtiges Spanisch ist, was die hier schreiben. Oder ob die einfach nur irgendwas schreiben. Weil warum Bibliothek? Das macht gar keinen Sinn. Mister? Hotel. Ja, Hotel. Derecha. Okay, ich glaube, ich soll ihm folgen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob er weiß, welches Hotel ich meine. Aber vielleicht läuft er ja zufällig zum richtigen. Warte, das sieht bekannt aus. Oh mein Gott, danke schön. Sie haben mich gerettet. Okay, hier wird das Richtige sein. Dann bin ich nicht für immer stuck am Strand ganz alleine. Was für ein schöner Urlaub. Jetzt geht's aber leider wieder zurück zum Flughafen. Die Zeit ist vorbei. Und dann geht's wieder ab nach Hause. Oh Gott, wo sind denn alle schon? Verdammt, schon wieder eingeschlafen. Okay. Oh Gott, sind alle weg? Oh, warte, da vorne ist die Stewardess. Hi, sind alle schon im Flugzeug? Ist das Flugzeug noch da? Habe ich es verpasst? Ja, aber das Flugzeug hebt gleich ab. Okay, dann beeile ich mich lieber. Dankeschön. Phew, das wäre zum zweiten Mal verloren gehen. Nicht unbedingt ideal, aber gerade noch geschafft. Oh, schön, du bist direkt weiter. Sehr geehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Pilot hier auf Ihrem Flug Richtung Nordpol. Ich hoffe, Sie haben alle einen angenehmen Flug. Die angenehme Temperatur am Nordpol wird 3 Grad betragen. Bitte haben Sie Ihre warmen Klamotten direkt zum Aussteigen bereit. So, wir wünschen Ihnen eine schöne Reise und let's go. Warte, zum Nordpol? Oh nein, warte, hier ist auch keiner. Oh man, nicht schon wieder. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal, weil dann verpasst ihr nämlich keine neuen Folgen mehr hier auf meinem Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.